Servus Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild mit Erweiterungspass. Wir waren im Schloss und haben alles erledigt bis auf den Boss und jetzt müssen wir noch die Meisterprüfung abschließen. Die wird wirklich ziemlich schwierig, gehe ich mal davon aus, weil die erste war schon schwierig, die zweite war dann eher einfacher, aber die können sich jetzt beim Meister nicht leisten, dass es jetzt nochmal eine einfache wird. Aber mal schauen. Vielleicht ist er doch nicht so schwierig. Auserwählter des Schwertes. Im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Die Stunde ist nicht mehr fern, da du das wahre Licht des Masterschwertes entfesseln wirst. Überwinde alle Fairnisse dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stählen. Dies ist ein Ort der Illusionen, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Auserwählter des Masterschwertes, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfessle sein wahres Licht. Komm, schlag ein. Geht doch. So, dann sind die, ist der auch schon mal down. Halt die Hand nämlich mit. Alles klar. Das erste war ja dann mal nicht schwierig. Aber die muss man ja auch noch zweimal treffen sozusagen. Pfeile, oh yeah. War das alles? Scheint so. Na gut, dann gehen wir. Da drüben lag zwar noch eine Hand, aber scheiß auf die Hand mal. Die halten eh nicht wirklich lang. Ich glaube 6-7 Schläge oder so. Oh, Fledermeister, die aber mit dem Bogen. Okay, die sind down. Holy shit! Keine Gegner drin, okay. Dann sind es wahrscheinlich eine Truhe. Das sind wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch wieder Skelette. Bitte was Gescheites. Ein Garde-Schwert, holy shit, okay. Thank you.
geht doch. Das war einfach. Natürlich nur, wenn man weiß, wie es geht. Oh, da drüben. Boah, Alter, wie weit ist das rausgefallen? Oh, Vorsicht. Holy shit. Ich muss echt aufpassen, was ich ausrichte. So, nächste Stage. Gerade bei einem Gewitter, da muss ich echt aufpassen, was... Wenn mich ein Blitz trifft, ich bin wahrscheinlich direkt komplett tot. Okay, einen Schleim haben wir hier. Die kann man ja so besiegen. Und da oben sind keine Gegner? Ja, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ein Ritterbogen. Aha, da unten kommen sie. So große sind es sogar. Alter, die sterben nicht. Vorsicht, der schießt mit dem Bogen auf mich. Weißt du echt, wo ich bin? Down. Da drüben hängt einer. Toll. Warte. Und die Waffen direkt wieder wechseln. Okay, der ist auch down. Jetzt gibt es, glaube ich, noch einen oder so. Kann das sein? Nee, es gibt immer noch jemanden. Der hier. Schnell Waffe wechseln. Ja, das war's. Auf so Bogenschützen muss man aufpassen. Die ziehen mir extrem viel. Die brauchen nur einen starken Bogen mal, dann ziehen sie mir extrem viel Leben ab. Ja, den muss ich leider mit beiden Händen tragen. Ich nehme ihn jetzt mal mit, aber... nicht optimal. Ich habe leider extrem viele Pfeile daneben geschossen, das stimmt leider. Aber ich wollte eigentlich den Bogenschützen so schnell wie möglich töten. Das Problem war, irgendwie hat es nicht gezählt. Also man kann mit Pfeilen die nicht irgendwie umhauen und töten. Das geht irgendwie nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber es geht nicht. Gibt es hier keine Truhe oder so, die versteckt ist? Hier sind eine Pfeile für ein Stück. Doch gerade auch noch welche. Sind die runtergefallen oder? Lol, wo sind die Pfeile hin? Hä? Alter, da hängen doch gerade noch Pfeile, ich hab's doch gerade gesehen. Ach, die liegen immer noch da oben, da sind sie hingefallen. Ich dachte, die wären runter.
Na gut, gehen wir. Bevor wir hier noch vom Blitz getroffen werden oder so. Das war auch eher schwieriger, aber machbar, wenn man weiß, was man machen muss. Ach du heilige Scheiße. Reiter, ich sehe ihn schon da drüben. Okay, Vorsicht, ich nehme dies, das hier. Nein, komm, ziel auf den! Junge! Wie lange der braucht, bis er auf den zielt? Alter, warum, wie zieht er den nicht an, Mann? Alter, du bist doch eine Pfeife, Link! Ah. Der hat ihn einfach nicht anvisiert. Da kann ich ewig warten, wenn er nicht anvisiert wird. Nervig sowas. Das waren aber scheinbar immer noch nicht alle. Oder die Pferde muss ich ja nicht töten, oder? Ne, da drüben sind nochmal welche. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, ist klar. Alter. Das gibt's doch nicht. Wie schwierig wollen die das denn noch machen? Geh kaputt jetzt. Junge. Alter, ist das scheiße. Bin fast tot. Junge, also ganz ehrlich, die sind doch verrückt, sind die. Wie will man das dann schaffen? Ich muss mich jetzt leider heilen, die alles. Das funktioniert ja anders nicht. Das hat ja nicht einen Elektropfeil. Hier ist natürlich überall Wasser, natürlich. Erwarten, wenn dann da, als ob ich das überlebe. Kein Müll. Das nervt mich gerade richtig. Ich habe mich zwar ein Stück hochgehalten, aber trotzdem. Lang schaffe ich das nicht mehr. War da oben nicht auch Kisten? Ja, dann halt keine. Dann gehen wir halt. Junge, Junge. Wie schwierig will man das eigentlich machen? Gerade der Typ mit dem Elektropfeil. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe nicht gedacht, dass er erstens so schnell auf mich reagiert. Und zweitens... Oh, Kacke. Ach du heilige Scheiße. Ich kann mit kaum was angreifen, das ist zum Kotzen. Oh, mein Bogen ist kaputt. Aber ich habe noch andere. Ein Glück. Komm, lass mich durchlaufen. Ich muss aber die Waffe wechseln.
Gott, ist das schwierig. Ich habe kaum Waffen mehr. Geschweige denn Pfeile. Warte. Nein, gib mir jetzt eine gescheite Waffe. Vorsicht. Nein, 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 geh von dem scheiß Baum runter! Oh, Gott sei Dank. Alter, was war denn das? Boah. Ich glaube, er hat mich so gut wie gar nicht getroffen. Komm, schlag endlich ein. So. Jetzt haben wir wenigstens mal bessere Waffen. Was sind das? Metallboxen, oder? Da wären auch Pfeile drin gewesen. Und nochmal Pfeile. Holy shit. Also das war schon mal die erste richtig kranke Runde. Vor allem der Gegner. Hätte der uns richtig getroffen und hätten wir keine Pfeile mehr gehabt, es wäre vorbei gewesen. Na komm, hol die Truhe raus. Eispfeile, toll. Na gut, wir gehen. Junge, Junge, hey. Okay, die erste Hälfte ist geschafft. Und es gibt auch bei Meister eine Fee. Danke. Die brauchen wir nämlich. Rüstungsfische, interessant. Flügel, was zu essen. Einzelne Pfeile. Das war schon. War das schon alles? Eine meisterliche Axt hängt da noch rum. Nochmal ein Pfeil. So, jetzt gucken wir mal die ganzen Waffendinger durch. Antike Pfeile, 3 Stück. Holy shit. Ein Ritterbogen. Antike Feuer. Holy shit, was habt ihr vor? Das war, glaube ich, schon alles. Es gab halt nicht wirklich viel. So, dann kochen wir mal was zusammen. Ach, das war's doch nicht daneben.
die drei Sachen. Maxi-Trüffel kochen wir. Volle Heilung! What? Oh, zum Glück habe ich die so gekocht. Und nicht zusammen. Holy shit! Ein Glück. Oh, bin ich gut. Okay. Dann sind wir doch ganz gut gerüstet. Zweimal volle Heilung und eine Fee. So. Okay. Zweimal volle Heilung. Holy shit, ist das gut. Also dann. Ich denke, wir können weiter.